herzlich willkommen hier aus dem Haus der Geschichte. Wir sind wieder einmal digital unterwegs heute Abend, aber ich freue mich sehr, Sie und euch heute hier begrüßen zu können aus der Ausstellung Hass, was uns bewegt. Die Ausstellung Hass ist Teil einer Trilogie der Gefühle. Das Haus der Geschichte beschäftigt sich mit den Emotionen Gier, Hass und Liebe und untersucht dabei die gesellschaftliche Wirkmacht dieser drei Gefühle in Geschichte und Gegenwart. Bestandteil aller Ausstellungsteile sind auch jeweils zwei künstlerische Produktionen, die hier in der Ausstellung als Bestandteil der Ausstellung zu sehen sind. Das Projekt heißt Emotions und wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert. Ganz unterschiedliche Produktionen sind hier entstanden und werden in der Ausstellung Liebe noch zu sehen sein, die spartenübergreifend sich mit Film, Tanz, Installationen, bildhauerischen Arbeiten, Musik und Theater beschäftigen. Dabei haben die KünstlerInnen jeweils mit Laien und Profis zusammengearbeitet und ihre ganz eigenen Blicke entwickelt auf die Gefühle, mit denen wir uns hier beschäftigen. Heute Abend werden wir ein Begleitprogramm haben, das sich mit einer dieser künstlerischen Produktionen beschäftigt. Und so stehe ich hier auch auf der interaktiven Bühnenfläche, die gleichzeitig dem Tanz als hoffentlich bald wieder analoge Bühne dienen wird, in denen sich aber auch Besucherinnen und Besucher interaktiv mit den Gefühlen, mit dem Gefühl Hass auseinandersetzen können. Verantwortlich für diesen Teil des Emotions-Projekts ist die Choreografin Carina Clay. Und hier möchte ich auch gleich abgeben an Sie als Moderatorin und Projektleiterin in diesem künstlerischen Teil. Guten Abend, Carina Clay. Dankeschön, Caroline Gritschke, für diese wunderbare Einführung in das Projekt, den Cypher und meine Person. Wie schon gesagt, mein Name ist Carina Clay, ich bin Tänzerin, Choreografin, die Geschäftsführung der CEC Show Agentur Stuttgart und die künstlerische Leitung des Emotions Projects, das ihr hier seht. Einmal mit einem Cypher, einer interaktiven Installation mit Video und Motion Mapping und Tracking und 8 Kunstfilmproduktionen, die bei uns hier im Kino laufen. Und der dritte Teil unseres Emotions Project ist das Emotions Blog, www.emotions-project.com. Da werdet ihr tolle Interviews finden, interessante Geschichten, interessante Persönlichkeiten und auch Ansichten und Perspektiven, die zum Nachdenken anregen. So viel zum Emotions Project im Allgemeinen. Heute werdet ihr ein Programm sehen aus Tanz und Talk von Speaker und Artisten, die das Emotions Project begleiten. Wir sprechen über die Themen Rassismus, Adultification bzw. Adultification und Black Feminism. Ich freue mich sehr, heute im Laufe des Abends die Gäste Larry King, Helen Yebois und Mr. und Mrs. Clip, unser Filmteam, und auch unsere wunderbaren Speakerinnen Jelisa Delfeld und Jay Lang begrüßen zu können. Falls es noch Fragen gibt zu uns oder ihr in irgendeiner Weise mit uns ins Gespräch kommen wollt, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach in dem Live-Chat ein paar Kommentare hinterlasst. Gerne auch Fragen stellen. Wir werden am Ende des Programms darauf eingehen in unserem Publikumsgespräch. Also fühlt euch wirklich frei, Geschichten zu erzählen und mit uns zu teilen und Fragen zu stellen. Wir werden darauf im Anschluss eingehen. Auch ansonsten im Nachhinein, falls der Wunsch besteht, noch Kontakt aufzunehmen, entweder mit uns, dem Emotions Project oder irgendeinem unserer GästInnen, dann findet ihr die Links zu allen Gruppierungen, die heute da sind, auch in dem Live-Chat. Heute befinden wir uns alle hier in dem Emotions Cypher. Und ich werde jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, nur ganz, ganz kurz, denn die ausführliche Beschreibung habe ich in den bisherigen Livestreams schon erzählt. Wir hatten Part 1 und Part 2. Das ist jetzt unser dritter Livestream. Und da, wenn ihr Interesse habt, geht doch gerne da auch auf den Link und guckt euch unsere bisherigen Livestreams an. Im Hintergrund seht ihr Mitglieder des Emotions Project, die simulieren, wie Hass sich aufbauen kann. Was passiert, wenn du selbst Opfer von Hass wirst? Das ist die Simulation dieser Installation. Also wir laden herzlich ein, ins Haus der Geschichte Baden-Württemberg zu kommen. Diese Ausstellung ist noch bis Ende Juni zu besuchen. Jetzt freue ich mich aber auch, unseren ersten Gäste begrüßen zu dürfen. Mr. und Mrs. Clip,
Das ist das Superpower-Pärchen, die diese ganzen Videos hier in dem Cypher, aber auch in unserem Kino produziert haben. Sie lieben es, schöne Bilder zu produzieren, das tun sie auch. Sie transportieren viele, viele Emotions und bisher haben sie vor allen Dingen für Hochzeiten und Events gefilmt, bis wir uns die Herausforderung gemeinsam gestellt haben, Kunstfilme zu produzieren. Und ich finde, die ist denen absolut gelungen. Also ich freue mich auf Mr. und Mrs. Klipp. Sehr schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ihr dürft auch jetzt kurz die Masken ausziehen. Wir haben jetzt auch ein bisschen Abstand voneinander. Wir sind safe, wir sind 3G, alles ist gut. Schön, dass ihr da seid. Vor allen Schön, Dingen, dass du ja, hier zu sein, ja. mega. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt gerade auch mitbekommen, Tiffany, du bist tatsächlich heute das erste Mal in dem Cypher gewesen. Ja, also es ist richtig, richtig spannend. Also klasse, auch mit dem Boden, wie er sich mitbewegt und die Emotionen, die man empfängt, wenn man hier drin ist. Also es ist richtig gut gelungen. Schön, gell? Das ist nochmal einfach, wenn man das nochmal in der Realität wahrnehmen kann. Das ist nochmal was anderes. Apropos wahrnehmen, erzählt doch mal, wie habt ihr das Emotions Project erlebt? Wir haben 2019 ja begonnen, das ist eine lange, lange Zeit. Wir haben von der Recherche, gerade Tiffany, du warst in der Recherche- und Konzeptionsphase schon mit dabei. Wir haben unendlich viele Zoom-Talks gehabt, wir haben uns ganz, ganz viel über Chats ausgetauscht und dann lange, lange produziert. Wie war das für euch? Also erstmal war ich bei der Konzeptionsgruppe mit der Carrie. Und ja, wir haben uns gemeinsam gebildet und haben viele, viele Bücher gelesen, haben viele Gespräche geführt. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich aus meinem Happy Land ein bisschen gestürzt bin, aber es ist gut. Also die Weiterentwicklung tat mir auf jeden Fall gut und es war eine perfekte Vorarbeit für den Transport der Gefühle der Tänzer und Künstler. Also ich bin wahnsinnig bereichert durch diese künstlerische Reise. Ja, Danke. gerne, gerne. Also ich will ganz kurz sagen, also wenn irgendwelche Begriffe, die jetzt heute Abend fallen, nicht bekannt sind und nicht verständlich sind, schreibt es gerne im Chat und wir gehen dann nochmal drauf ein. Happy Land können wir gerne auch im Nachhinein, wer das noch nicht gehört hat, nochmal drauf eingehen. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich dich aus dem Happy Land gerissen habe. Aber ich möchte gerade jetzt, weil Tiffany und ich, wir sind Freundinnen schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Wir sind zusammen auch eine Hip-Hop-Dance-Crew und also wir sind schon lange mehr als eine Crew, wir sind einfach eine Familie. Und was ich schön fand in dem Projekt, als wir unser erstes Gespräch hatten, da haben wir uns auch über unsere persönlichen Hintergründe ausgetauscht. Und was ich so schön fand, wie gut das getan hat. Weil jede von uns hat einfach festgestellt, ich bin nicht alleine. Der anderen geht es auch so. Und dieses sich öffnen, das war schon ein ganz, ganz großer Schritt. Und das hat mir viel bedeutet. Mir auch. Danke. Jetzt noch was. Robert, wie hast du das erlebt, dieses Ganze? Du bist ja dann ein bisschen später dazu gekommen. Aber muss auch sagen, ich musste die beiden ein bisschen überreden. Wie gesagt, also Hochzeit, Babyfilme und Fotografie, das war vor allen Dingen euer Ding. Und auch Events habt ihr gemacht. Und dann kam ich mit einem Kunstprojekt. Und das war jetzt eure Premiere. Tatsächlich. Ja, das war genauso wie auch die Entwicklung im Projekt. War das auch für uns eine Entwicklung als Video-Fuzis, die wir sind. Also klar, wir kommen irgendwo auch von den Hochzeiten her, aber mittlerweile machen wir auch normale Videoproduktionen und Filmproduktionen. Und da haben wir uns gemeinsam hinentwickelt erstmal mit dir und genauso wie es bei Tiffany auch war, ich musste mich auch erstmal in das ganze Thema natürlich reinfühlen, reindenken und war ja dann auch Teil von ganz vielen Zoom-Talks. Und klar, das ist für mich nochmal ein anderes Thema, wie es für euch ist. Und mich hat es auch unglaublich weitergebracht, die ganze Arbeit mit dem Projekt. Auch dann, als wir später gefilmt haben. Ja, war sehr emotional. Das Emotions Project trifft Ist die der ganze passende Sache ganz Titel, gut. gell? Ja, da muss ich auch, also wo Robert ganz emotional geworden ist, als wir in das Studio gekommen sind. Studio 55 in Ludwigsburg, ein gigantisch tolles Studio, wir können es nur empfehlen. Wunderschönes weißes Riesengebäude oder halt Studio mit so einer Hohlkehle, also es ist wie, als ob man in die Unendlichkeit filmt und tolle, tolle Technik vor Ort und also die beiden haben Sternchen in den Augen gekriegt, also das war so das erste Emotions-Erlebnis, Definitiv, definitiv. ja. Von lauter Glück, dass wir einfach auch so viel Unterstützung bekommen haben bei der Produktion. Ja, und dann dort die ganzen Visionen umzusetzen, der Tänzer und KünstlerInnen,
was sie fühlen, das in eine Geschichte zu packen, die Zuschauer auch gefühlsmäßig empfangen können. Das war richtig spannend. Toll. Einfach richtig toll. Da sprichst du was an. Jetzt gerade auch, wenn ich jetzt hier rumschaue, also man sieht, wie wir lachen, wie wir schreien, wie wir weinen, wie wir echt ausrasten. Wie hat sich das angefühlt, hinter der Kamera diese Emotionen zu erleben, die wir da gebracht haben? Wie war das? Also mich jetzt sehr oft ergriffen, das weißt du ja, ich habe oft mit den Tränen, also ich habe oft mitgeweint, also mit den Tränen gekämpft. Ich darf es ja laufen lassen in der Kamera, also ich bin so dankbar, dass sich alle uns gegenüber öffnen konnten und so ein Vertrauen zu uns hatten, dass wir all in gegangen sind. Ja, das war schön. Ja, auch gerade bei dem Stück, was wir dann heute auch noch sehen werden, ist es natürlich wahnsinnig emotional, also ja, aber ich glaube, das hat es auch dann so herausragend für uns alle gemacht, dass da so viel rüberkam. Also es sind ja keine erdachten Geschichten gewesen, sondern das meiste sind einfach Lebenserfahrungen von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Und das sind ja mitunter keine schönen Erfahrungen gewesen. Nee, leider durch die Bank nicht. Ja, das war auch für uns eine Verarbeitung von diesen Geschichten und natürlich nochmal für die Personen, die sie getanzt haben, diese choreografiert haben, noch mal viel mehr natürlich. Ja, ja. Was war denn so euer Höhepunkt in all der Zeit? Könnt ihr das so benennen? Könnt ihr das so rauswerfen? Also es gibt ganz viele Höhepunkte. Natürlich, die ganzen Dreharbeiten waren gigantisch. Die Vorbereitung war natürlich auch toll. Also mit den vielen Menschen zu sprechen, in die Geschichten einzutauchen und Ideen sich zu überlegen, wie man das Ganze umsetzen kann. Aber jetzt so ein Moment, an den ich da denken musste, war, als wir dann hier im Saal saßen und uns die Filme angeschaut haben auf einem großen Kinoleinwand einfach. Und da hat es einfach nochmal so eine andere Wirkung gehabt, die Leute in groß zu sehen, die ganzen Emotionen nochmal in groß zu sehen. Und eure Arbeit vor allen Dingen. Ja, also auch das ist natürlich Kunst. Klar. Ja. Groß. Mein persönliches Highlight ist jedes Mal, wenn der Künstler zum ersten Mal sein Video sieht und die Reaktion, wenn die glücklich oder sehr stolz auf sich sind. Also ich empfinde dabei pures Glück. Das ist für mich mein Highlight eigentlich immer. Das stimmt. Tiffany ist immer ganz, ganz aufgeregt. So, Carrie, Carrie, was machen wir endlich die Präsentation? Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Auch so diese ehrliche Reaktion und auch der Stolz, der bei allen Beteiligten darüber gekommen ist. Wie hat euch das geprägt für die Zukunft? Also hat Emotions Project euch geprägt und könnt ihr das benennen, wie es? Also, wie du gesagt hast, den Sturz aus Happyland, den habe ich natürlich auch in einer Form erfahren. Ich bin mit Sicherheit sensitiver und hoffentlich auch kompetenter geworden in der ganzen Thematik. Einem fallen mehr Dinge auf. Ich muss auch oft dann an die Geschichten denken, die wir da verfilmt haben. Wenn man gerade Alltagsrassismus zum Beispiel begegnet oder Diskriminierung, dann denke ich dann oft an die Projekte und an die Methoden und Wege, wie die Betroffenen damit umgegangen sind und wie lange es sie auch geprägt hat. Also da bin ich auf jeden Fall sehr viel sensitiver geworden. Ja, genau. Sehr schön. Danke euch beiden. Wir werden uns auf jeden Fall gleich im Laufe des Abends nochmal treffen und nochmal ein bisschen sprechen. Aber jetzt zwischendurch werde ich euch jetzt den nächsten Film, den ersten Film ankündigen. Der erste Film, den wir heute Abend sehen, ist von Larry King, mit dem ganzen Namen Larry King Ofori Bomidele, mit dem Stück Wut. In diesem Film geht es um Rassismus, Objektifizierung, Machtmissbrauch und Bodyshaming. Ich möchte auch bitten, auch achtsam zu sein. Bitte seid achtsam mit euch selber. Dieses Stück ist wirklich sehr, sehr emotional und wir haben auch schon die Erfahrung gehabt, dass manche Leute das nicht so gut weggesteckt haben. Deswegen spreche ich hier eine Triggerwarnung aus. Am besten auch keine Kinder unter 12. Falls jetzt also Kinder hier mitschauen, vielleicht ganz kurz was anderes machen, Chips aus der Küche holen oder so. Der Film geht 5 Minuten und dann wiederkommen. An alle anderen viel Inspiration mit dem Film Wut von Larry King.
Ah!
Ihr habt das Stück von Larry King gesehen und wie ich schon angekündigt habe, ist es ein sehr, sehr emotionales Stück, über das wir gleich mit Larry King persönlich sprechen werden. Larry King ist Tänzer, Choreograf und Sozialarbeiter und Sozialpädagoge und ein ganz lieber Freund von mir und ich bin sehr, sehr froh, ihn hier im Cypher gleich begrüßen zu dürfen. Welcome, welcome. Ja, wir müssen ein bisschen Abstand halten, dann dürfen wir nämlich auch die Masken auslassen. Ah ja. Ja, wir haben jetzt dein Stück jetzt das erste Mal wirklich der Öffentlichkeit präsentiert, jetzt zumindest digital. Im Kino läuft es ja schon ein bisschen länger. Wie fühlt sich das so für dich an, dass es gesehen wird? Ich muss ehrlich sagen, das ist für mich ein positives wie auch etwas befremdliches Gefühl. Einerseits befremdlich, weil ich mich auf eine Art und Weise zeige, auf die ich mich normalerweise nicht zeige und auch nicht zeigen möchte. Ich möchte immer der positive, freundliche sein, der ja, Freude ausstrahlt. Und das Positive an der Sache ist, dass ich aber mir jetzt auch den Mut geben durfte, mich eben von der nicht so positiven, nicht so freundlichen Seite zu zeigen, sondern auch die Anteile auf den Bildschirm zu bringen, der eher für ein Unwohlgefühl bei mir sorgt. Ja, du hast dich definitiv sehr, sehr geöffnet. Also ja. Ich kann mich ja noch sehr, sehr gut an unsere Proben, an die Entwicklung dieses Stückes erinnern. Mhm. Und ich möchte auch dir an der Stelle nochmal Danke sagen für deine Offenheit, dein Vertrauen, dass du das alles rausgelassen hast und gezeigt hast. Und du warst unfassbar mutig und stark und bist es immer noch. Dankeschön. Und ja, es hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet, dass wir das so zusammen machen konnten. Das kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, es war mir auch nur möglich, so offen und so ehrlich zu sein, weil du eben einen entsprechenden Rahmen hergestellt hast. Auch nicht nur mit der Arbeit mit dir, sondern auch die Arbeit mit den anderen hat mir stets das Gefühl gegeben, dass wir einen Schutzraum haben, in dem wir uns öffnen dürfen, in dem wir Aspekte von uns finden, zeigen, aber auch darstellen dürfen, mit denen wir sonst nicht so im Kontakt sind. Und ich glaube, das war der Grund, warum es mir möglich war, eben diese Offenheit an den Tag zu legen. Ah, schön, danke schön. Das freut mich, wenn es mir gelungen ist. Ja, wirklich. Kann ich nur. Erzähl doch einfach mal unserem Publikum, was steckt hinter diesem Film? Hinter diesem Film stecken ganz viele Persönlichkeitsanteile von mir, aber auch viele verschiedene Themen, unter anderem, wie ich zu meinem Körperbild stehe, wie ich Rassismus erlebe, aber auch die Objektivierung von Menschen. Und unter anderem Bodyshaming, Körpergefühl. Ich als kleiner Junge hatte ich Übergewicht und habe dann abgenommen, hatte aber aufgrund von sozialem Umfeld gewisse Aussagen gehört, ich hatte gewisse Bezeichnungen, die mich in meinem Verständnis von einem positiven Körperbild eben negativ geprägt haben. Und jetzt hatte dann Sport gemacht, habe abgenommen und durch verschiedene Ereignisse in meinem Leben dann wieder ein bisschen zugenommen. Und das hatte mir schon ein ganz krasses Gefühl von Unwohlsein gegeben, so dass ich nicht mehr mit mir, meinem Körper klarkam und mich schon geschämt habe, das nach außen hin zu zeigen, also das auszudrücken und damit auf die Bühne zu gehen, das so offen zu zeigen, mich da aufnehmen zu lassen, das war für mich eine Möglichkeit, sich mit mir nochmal anders auseinanderzusetzen und ein positives Gefühl mir gegenüber zu entwickeln, beziehungsweise mir gegenüber auch mehr Akzeptanz zu entwickeln. Und das ist unter anderem das, was ich so zeige, dass dieses guck mich nicht an, dieses sich dafür schämen, der zu sein, der du eigentlich bist, dass es vielen Menschen so geht, dass viele Menschen ungewollt in Situationen gedrängt werden, in denen sie ein verschobenes oder ein verzerrtes Bild von sich selbst, aber auch von Werten und Normen entwickeln und aufgrund dessen zu sich selber ein negatives Verhältnis entwickeln. Und mit diesem Video wollte ich zeigen, dass es nicht nur mich betrifft, sondern auch viele anderen so geht. Genau. Also das heißt, du warst mutig für alle anderen mit, sozusagen. Ich glaube eher, ich habe mich getraut. Ich glaube, Mut ist ja nichts, also ist ja keine Angst zu haben, sondern eher zu lernen, mit dieser Angst umzugehen.
Und das konnte ich aber aufgrund des Rahmens, der uns gegeben wurde, aber auch im Kontext von Rassismus, also das Video beschreibt ja viele Aspekte, und noch im Kontext von Rassismus eben, dass Menschen oftmals in Situationen, Kontexte gedrängt werden oder von Strukturen gedrängt werden, die sie so gar nicht tragen möchten, in die sie so gar nicht reinkommen wollen, aber gar keine Möglichkeit haben, rauszugehen. Und als komisch, anders oder als Objekte betrachtet werden und sich so sehr schämen, dass sie nicht mal mehr angeguckt werden wollen, dass sie sagen, jetzt guck mich nicht an, bitte schau weg, aber immer noch gesehen werden als anders. Und dass damit eben eine große Verzweiflung und ein großer Schmerz einherkommt, den die Menschen alleine nicht loswerden, sondern die müssen von der Gesellschaft aus diesem Verhältnis entlassen werden. Und das ist dann eben auch die Aussage, die Anforderung, die ich an die Gesellschaft gebe, eben auch zu reflektieren, dass sie in der Verantwortung sind, Menschen aus negativen Situationen rauszuholen, und es nicht nur in der Macht derjenigen liegt, die davon betroffen sind, sondern eben auch alle, die in diesem Kontext stehen, also die Menschen um sie herum. Ja, also das heißt, kurz zusammengefasst geht es einfach auch darum, dass jeder irgendwie vielleicht nicht ins Bild perfekt passt. Also sei es jetzt fett, dünn, groß, klein, schwarz, weiß, also das willst du eher so allgemein auch sagen. Also aus irgendwelchen, es gibt immer Vorurteile in irgendeine Richtung, und das ist dann, man soll da deswegen sich nicht beeinflussen lassen oder auch so nicht deswegen diskriminiert werden und sich auch nicht für sich selber schämen. Habe ich das so ein bisschen richtig verstanden? Ja. Okay. Ja. Und da war ja auch ein Punkt, also es sind mehrere Sachen im Film, wo ich es eigentlich gut finde, wenn wir drüber kurz sprechen. Du fängst ja damit an, dass du dich ja stolz präsentierst. Also du bist jetzt ja wirklich nur mit Hosen, mit freiem Oberkörper, und du zeigst dich, du präsentierst dich voller Stolz. Und dann kommen ja diese Schmerzen und dann kommt ja diese Unzufriedenheit. So, spiegelt das so wirklich dein Leben auch so ein bisschen wider? Ja, ich glaube, das eine, also es ist sehr viel Emotion, da ist nicht so ein krasser Plan hinter diesem Video, sondern hinter dem Konzept steht eher viel Gefühl, was fühle ich in diesen Momenten. Und der erste Teil ist eher das, so, was ich nach außen hin trage. Ich präsentiere mich, hey, schaut mich an, mir geht's gut, ich bin gut drauf, alles ist toll, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber hintenrum, die Realität in mir sieht dann in manchen Situationen doch eher düsterer aus. Und das ist das, was wir dann in der zweiten Hälfte sehen, dass aus diesem Freudigen, diesem Äußeren, hey, schaut mich an, mir geht's doch toll, zu diesem, bitte schaut mich nicht an, schaut nicht in mein Innerstes, weil ich mich in einer Situation befinde, aus der ich nicht rauskomme. Das eine ist, was du nach außen transportierst, genau, was alle wissen dürfen. Und das eine ist, was du mit dir selber dann oft ausmachst und was nicht gesehen wird. Genau. Ja. In dem Fall wurde es gesehen, also man sieht auch ein Handy, man sieht auch, wie es zu, also es war erstens dieses Zaun, du warst in einem Gefängnis. Genau. Und man sieht auch ein Handy, wie jemand dich beobachtet, das aufzeichnet, also auch noch quasi das ausnutzt, das Leid, das da passiert und es zur Schau stellt. Also auch, wie wir es in Social Media auch tagtäglich erleben, Menschen leiden, Menschen haben furchtbare Schicksale in der Öffentlichkeit, und anstatt dass man hilft, hält man sein Handy drauf und zeichnet es auf und postet es auch noch, um ganz viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Also das finde ich auch einfach eine ganz, ganz furchtbare Realität, die da ja auch so seinen Platz findet in dem Film. Ganz genau, und das beschreibt ja ganz gut das, was ich eben meine mit diejenigen, die direkt davon betroffen sind, sind selten in der Position, sich da auch wieder rauszunehmen, sondern diejenigen, die mit dem Handy draufschauen, diejenigen, die diesen Zaun aufgestellt haben, um diesen Menschen da einzusperren, das sind noch jene, die Verantwortung übernehmen müssen, um diese Menschen aus diesem Gefängnis zu entlassen. Der Zaun steht für was? Der Zaun steht für, in einem System, in Strukturen gefangen zu sein, die einem nicht erlauben, die gleichen Werte, die gleiche Freude, die gleiche Freiheit wie andere, die nicht davon betroffen sind, zu fühlen. Das heißt, rassistische Strukturen, Schulsystem, Arbeitsmarkt, das sind alles Bereiche, die gewisse Stigmata an Menschen bringen unter Umständen und dazu führen, dass Menschen sich eben eingesperrt fühlen, in Anführungsstrichen ihrem Schicksal oder eben auch in dem System, in dem sie sich nicht so frei bewegen können, wie sie es gerne möchten.
Ja. Ja, also steckt sehr, sehr viel Symbolik, sehr viel Emotionen in diesem Stück. Und fühlt euch frei, in dem Chat auch eure Interpretationen, eure Gefühle mit uns zu teilen. Was hat der Film mit euch gemacht? Was für Bilder habt ihr wiedererkannt? Beziehungsweise konntet ihr in irgendeiner Form euch identifizieren oder emotional mitfühlen, was Larry euch da gezeigt hat aus seinem Innersten? Danke, Larry, für deine Offenheit und danke für dieses tolle Kunstprojekt. Vielen Dank. Eine Sache würde ich gerne hinzufügen. Am Ende des Videos sieht man, dass jemand dann noch hinzukommt. Und stimmt. Ne? Wer ist diese Person wohl? Und das eben auch als positiver Ausblick, dass man nicht alleine ist. Mhm. Trotz dem Schmerz, trotz der Verzweiflung gibt es doch immer jemanden, der an einer Seite von einem steht. Amen. So. Vielen Dank, Larry. Dankeschön, Larry. Dankeschön. Ja, dann kommen wir auch schon gleich zu unserem nächsten Kunstfilm und unserer nächsten wunderbaren Künstlerin, Helen Yeboah, mit dem Stück Hass. In diesem Stück geht es vor allen Dingen um Kindheitserfahrungen. Rassistische Diskriminierung in der Kindheit ist auch ein Thema, das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht, weil wir haben gerade davon gesprochen, wenn Menschen in Situationen sind, der sie ausgesetzt sind und sich nicht wehren können. Unseren Kindern geht es besonders extrem in diesen Situationen, sodass sie sich hilflos fühlen und sich nicht wehren können. Helen wehrt sich jedoch am Schluss. Auch das werdet ihr gleich sehen. In dem Stück Hass lässt Helen ihren Gefühlen freien Lauf. Endlich lässt sie alles raus. Viel Inspiration mit dem Stück Hass. Lass mich! Wieso krieg ich immer Ärger? Immer bin ich die Böse. Ich hab gar nichts gemacht. Ich stand nur da. Ich hab nur gespielt, aber immer krieg ich Ärger. Ich werde geschlagen. Das heißt, Helen, was hast du gemacht? Mein Mund blutet, aber ich bin schuld. Warum bin ich schuld? Warum? Ich hab gar nichts gemacht. Thank you.
Da bin ich wieder. Ja, ich habe es angekündigt. Helen lässt einfach alles mal raus. Und ich freue mich jetzt gleich auch Helen Yeboah hier im Cypher begrüßen zu können. Mann, war das viel, viel Energie in diesem Film. Ich frage mich auch immer, wo du diese Energie herholst. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Aber danke, danke auch für dieses Kunstwerk, das du mit uns geteilt hast. Ja, danke dir erstmal nochmal, dass wir diesen Raum hatten und dass wir da einfach frei sein durften und uns ausdrücken durften, also die Stimme rauslassen und uns selbst auch ausdrücken. Ja. Sehr, sehr gerne. Magst du einfach mit uns teilen, um was es in diesem Stück, was ist die Geschichte hinter diesem Film? Also wie du schon gesagt hast, es ging um meine Kindheit und ich muss ehrlich sagen, es war schwierig, sich wieder zurückzuversetzen in meine Zeit, da ich jetzt ein ganz anderer Mensch bin. Man hat sich ja entwickelt und auch das Thema Hass oder dieses Wort Hass ist jetzt momentan ein Wort oder nicht momentan, es ist seit langem ein Wort, was ich so nicht mehr verwenden würde, sondern es ist ein Schmerz gewesen, sagen wir es mal so. Und damals habe ich schon so eine Wut und so einen Hass empfunden, wenn ich das so sagen darf, genau. Und wie man es schon in dem Video sieht, war es wirklich so, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert worden bin. Ich wurde geschlagen, ich wurde herumgeschubst, man hat mir nicht zugehört, also wirklich sehr schlecht behandelt von meinen Mitschülern. Und wenn ich dann zu den Lehrern bin und um Hilfe gebeten habe, war es, also ich merke auch schon gerade, dass ich dann wieder, ja, wenn ich mich zurückerinnere, ja, also ich wurde nicht gehört, es hieß auch, dass ich ja etwas gemacht haben muss, damit ich geschlagen werde. Und es gab auch Lehrer, die es beobachtet haben. Auch auf dem Pausenhof gibt es ja immer eine Aufsicht. Und ich habe zum Beispiel auf dem Pausenhof einfach Fußball gespielt mit den Jungs. Und dann kamen wieder die und die Mädels, waren auch Mädels dabei, oder die und die Jungs, die einfach angefangen haben, mich herumzuschucken und zu schlagen. Das heißt, man hat gesehen, ich habe nichts gemacht. Es war einfach meine Person, die nicht gepasst hat. Und genau, und die Hilfe, die ich da benötigt hätte oder den Rückhalt, der war nicht da. Und das war eine sehr, sehr, sehr schwere Kindheit und auch bis zur 8., 9. Klasse auch noch ein Thema. Und als ich dann angefangen habe, mich zu wehren, war es dann eben so, dass ich dann die Schuldige war. Und ich hätte ja ganz anders damit umgehen müssen, obwohl ich ja jahrelang damit anders umgegangen bin, war immer diejenige, die versucht hat, es anders zu klären. Genau, und dann irgendwann wehrt man sich und dann ist man aber die Schuldige. Ja, ja, das ist unfassbare Ungerechtigkeit. Also es sind so viele Fragen, die jetzt gerade mir durch den Kopf gehen. Einerseits gehen wir jetzt nochmal zurück zu der Kindheit. Also du warst ja wirklich klein. Wie alt warst du da ungefähr? Als ich in der Schule, also ich bin mit 6 eingeschult worden und da hat es schon begonnen, in der ersten Klasse direkt. Gleich in der ersten Klasse, ja. Also schon mal super Einstieg in das Schulleben. Wir haben auch unsere wunderbare Schauspielerin Angel Jalieu dabei, die auch Helen als Kind dargestellt hat. Auch sie ist schon 8, aber sie hat in dem Fall eine 6-Jährige dargestellt. Das Schwierige ist ja als Kind dafür zu verstehen, warum passiert das, ja, und eine Sprache auch noch dazu zu finden, warum passiert das. Also war dir bewusst, dass es an deiner Hautfarbe lag, war dir, oder hast du gar nicht gewusst, hast gedacht, es liegt an dir, du hast was falsch gemacht. Was dachtest du war der Grund, warum die dich ausgerechnet ausgesucht haben? Also zu Beginn habe ich natürlich gedacht, das gibt es vielleicht in der Schule, man mag einen nicht oder so, genau. Aber dann habe ich gemerkt, ganz schnell gemerkt, dass natürlich auch diese Ausdrücke kamen, die bis heute noch in meinem Kopf herumspuken manchmal, also unterbewusst. Und bin ich auch gerade noch am Heilen. Also es bleibt wirklich, auch vom Selbstwertgefühl hat es ganz, ganz viel zerstört. Also wirklich, es war dann auch so, dass man eben Worte, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier sagen darf, aber genau, Worte, die einfach nicht okay sind. Und dann, wenn man daheim ist, versucht man zum Beispiel seine, also das hat man auch im Video gesehen, da habe ich versucht, meine Hautfarbe sogar wegzuschrubben. Und, und es ist ja an sich keine Farbe. Und deswegen sage ich auch Hautfarbe, weil es als Farbe bezeichnet worden ist, die dreckig ist oder
genau, die nicht okay ist. Und ich, das kommt auch aus diesen Sprüchen, die zu dir gesagt worden sind. So von, also ja, ich will es jetzt auch nicht reproduzieren, ja, und so, aber dass du überhaupt auf die Idee kommst, das Abwaschen zu, genau, wollen, genau, kommt ja auch von dem, was man zu dir gesagt hat, genau, dass du ja dann auch versucht hast, irgendwas an dir zu ändern. Ja. So. Und das ist schon hart. Genau, bei vielen ist es ja auch so, dass es dann extra diese Lightening-Creams gibt, mhm, die einen dann heller machen. Mhm. Und das führt, das ist nicht, weil man sein Aussehen nicht mag, sondern das, weil man was gehört hat, was einen wirklich schlecht fühlen lässt, so wie, ja, man ist, ist es nicht okay. Und dann muss man sich verändern und dann sucht man eben Wege, wie das funktioniert. Ich habe auch, für uns ist es... das ist sozusagen Natural Hair, mhm, aber es war dann immer, oh, da sind Locken, oh, die sind nicht gut. Jetzt, und dann dachte ich, ich muss meine Haare glätten und anders haben und mich auch verstecken, klein machen. Dieses Kleinmachen kam auch, mhm, von damals. Also ja, ich merke, da sind ganz, ganz viele Themen dann entstanden, mhm, von diesem Ursprung. Und genau daran arbeitet man immer noch. Ja, Locken wurden, genau, ja auch immer so. Einer der Sprüche, den ich echt gehasst habe, war, krause Haare, krauser Sinn. Also auch so ein typisch deutscher Spruch, ja, den ich immer wieder gehört habe. Oder auch, dass man sagt halt, Haare, also lockige Haare sind unordentlich, mhm, und so. Also ganz, ganz heftig, dass man sie irgendwie verstecken muss, glätten, genau, muss. Ist bis heute so, dass man auch, ja, teilweise keine Jobs kriegt, wenn man die Haare nicht einpackt oder, ja, versteckt oder anpasst oder glättet oder sowas. Also das ist nicht ein altes Thema, das ist noch ein sehr, sehr aktuelles Thema, das Thema Haare. Aber ich glaube, da könnten wir alle jetzt den ganzen Abend drüber sprechen. Ja. Ja, ja. Aber als Kind... Und darum geht es mir jetzt auch. Also ich habe, mhm, vorhin den Begriff Adultification mit reingebracht. Da geht es ja auch darum, dass Kinder in Rollen gezwängt werden von Machtpositionen, in die sie nicht reingehört. Also dass ihnen die kindliche Unschuld aberkannt, mhm, wird. Und das ist ein Phänomen, was besonders ganz stark bei BPOC stattfindet. Dass sie weniger als unschuldig und rein gesehen werden, als die Kinder, die eher die Mehrheitsgesellschaft repräsentieren. Und das ist ganz hart, weil ich meine, sie sind alle 6 Jahre alt in dem Fall, in dieser Klasse, und alle genauso unschuldig oder nicht unschuldig. Und da ist so eine Ungerechtigkeit passiert. Und ganz oft ist es ja auch so, dass dann einfach die Lehrer das ja gar nicht realisieren. Es ist denen, wenn wir es jetzt mal verteidigen, vielleicht gar nicht mal bewusst. Manchen ist es sehr wohl bewusst, noch schlimmer, sollte den Job aufgeben, auf jeden Fall. Manchen unbewusst, also dass man anders gesehen wird und wahrgenommen wird. Und du hast auch gesagt, du wurdest auch härter bestraft als alle anderen. Ja. Zu wem konntest du gehen, um Hilfe zu suchen in dem Fall? Also natürlich gab es die ein oder andere Lehrerin, die dann schon zugehört hat, aber dann waren es eben auch, wie du schon sagst, ich wurde dann härter bestraft, ich habe mich gewehrt, es war auch so, dass ich wirklich dann geplatzt bin. Und dann hieß es, so und so lang nachsitzen, so und so lang Strafarbeit machen. Und die Person, die mich aber geschlagen hatte oder mich provoziert hatte, hat wirklich nur eine Aufgabe bekommen und das war es dann. Also von der Relation her hat es überhaupt nicht gestimmt. Ich bin natürlich zu meinen Eltern damit, und mein Vater kam dann auch in die Schule und hat da auch nochmal ein Machtwort gesprochen. Es war aber auch da so, dass man das nicht wirklich ernst genommen hat. Also bis heute frage ich mich, wie das sein kann, wenn die Eltern oder wenn der Vater extra zur Schule kommt und da auch nochmal mit den Schülern vielleicht sogar noch und mit den Lehrern spricht, dass sogar da gesagt wird, ja, aber sie hat doch und sie hat doch. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Engel war. Also ich war natürlich auch total aufgedreht und so. So ist man eben als Kind. Und ich war schon immer so eine Strahlebacke und ich war schon immer aktiv und alles. Es ist nie verloren gegangen. Aber ich habe wirklich nicht, ich habe, wie schon im Video gesagt, ich habe nichts gemacht. Also. Ja, und dann hattest du den Wutausbruch. Und da, ja, haben wir eine Situation auch dargestellt, die auch tatsächlich passiert ist. Irgendwann hast du angefangen, dich zu wehren. Ja. Ja, und das Problem ist ja auch, worüber wir gesprochen haben, hattest du den Eindruck, dass irgendjemand verstanden hat, dass der Wutausbruch gekommen ist? Ich meine, wenn du diese Geschichte erzählst, du warst ruhig, du hast ausgehalten, du hast auch versucht, Lösungen zu finden, auch mit den Eltern zu sprechen, und irgendwie hat sich nichts verändert für dich. Und klar, platzt der Kragen, also das ist ja absolut nachvollziehbar. Ja. Hat sich danach irgendwas verändert, positiv vielleicht, dass man dich gehört hat oder verstanden hat? Ja, also für mich hat sich was verändert. Ich habe dann verstanden, dass es für mich nichts bringt, wenn ich einfach nur da sitze und leise bin und aushalte, mhm, oder wenn ich nur zu den Lehrern gehe und berichte, was passiert oder
Also wirklich, ich hatte eine blutende Lippe und bin die ganzen Treppen hoch und es hat alles getropft und trotzdem war ich die Schuldige und ich musste Verantwortung übernehmen für das, dass ich geschlagen worden bin. Also es hatte keinen Sinn und ich bin da, wie die Szene, ich bin da, ich habe den Tisch einmal zack nach der Person geworfen. Also es war nicht nur ein Stuhl, es war ein Tisch. Und ich war ja nicht so stark, es war ein Umwerfen, genau. Und dann habe ich halt meine eigene Kraft zurückgewonnen in dem Moment. Ich habe gesagt, ich wehre mich und es ist mir egal, was passiert, weil im Endeffekt, wenn ich nichts mache, passiert genauso wenig von den Lehrern von der Seite. Und dann ist es auch, muss ich sagen, ein bisschen besser geworden. Also dann hat man sich nicht mehr so viel getraut. Genau. Okay. Das heißt, du hast ihn Angst gelehrt. Ja, auch und einfach oder hey, ich wehr mich jetzt. Ja. Mhm. Und es war auch so, ich war, das hat mich ein bisschen stolz gemacht, die Schnellste von der Schule. Und das war dann auch so, okay, da ist die Schnellste von der Schule und sie wehrt sich jetzt. Jetzt ist es anders. Ah, genau. Okay. Das ist doch schön. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Hast du irgendwie auch so eine Botschaft, die du gerne mitgeben möchtest, unserem Publikum durch den Film oder auch jetzt hier live? Ja, vielleicht eher an Eltern und auch an Lehrer vielleicht, dass man den Kindern wirklich einen Raum gibt zu erzählen und wirklich zuhört, was denn so passiert außerhalb von der Wohnung, außerhalb von dem Eigenheim. Das ist ganz arg wichtig. Ja, dass man das annimmt und zuhört und wirklich hinhört, weil manchmal können die Kinder das vielleicht auch nicht so ausdrücken und genau, einfach einen Raum bieten. Ich glaube, es würde schon, das reicht schon. Das hätte mir sehr geholfen und wirklich auch ernst nehmen, wenn ein Kind etwas sagt und nicht gleich, oh, alles gut, das ist ja nur, sondern wirklich ernst nehmen, ja. Und alles mit Liebe empfangen. Genau. Schöne Worte. Ja. Danke dir, Helen. Vielen, vielen Dank. Danke du darfst dir. Jetzt gleich hier bei uns bleiben. Ja. Wir werden jetzt auch unseren Kreis noch ein bisschen erweitern. Ich freue mich jetzt auch sehr, Jelisa Delfeld hier in unserem Cypher begrüßen zu können. Sie ist von der Black Community Foundation. Und vielleicht, also ein paar Emotions-Fans kennen sie auch schon von unserem Emotions-Blog. Sie ist eine unserer ersten Interviewpartnerinnen, die auch ganz frei und offen über ihre Geschichte und ihre Diskriminierungs- und auch Sexismus-Erfahrungen gesprochen hat. Sie organisiert Empowerment-Treffen, vernetzt die Black Community und genau, also wir von der Black Community haben wir auch ein bisschen mehr erzählt. Das werdet ihr auch im Emotions Livestream Part 1 sehen. Da war auch ihr Kollege Faisal Osman auch mit dabei. Aber jetzt freuen wir uns vor allen Dingen auf Jelisa Delfeld. Schön, dass du hier bei uns bist. Du bist ja heute auch schon den ganzen Tag im Museum. Du hast ja hier auch schon ein bisschen gearbeitet. Magst du kurz erzählen, was gerade auch schon dein Programm heute hier im Haus der Geschichte war? Ja, gerne. Also das Haus der Geschichte hat ja gerade die Ausstellung Hass. Und mit meinem Kollegen Faisal, der auch schon bei dir war, übernehmen wir Tandemführungen und hatten heute unsere erste Tandemführung, wo wir eben durch die Ausstellung gelaufen sind und die verschiedenen Formen von Hass, spezifisch rassistischer Hass eben, besprochen haben, erklärt haben und unsere Meinung dazu. Toll. Genau. Ja, du bist super engagiert. Darauf möchte ich gern so ein bisschen drauf eingehen. Wie kam das bei dir dazu, dass du, du bist ja auch von Anfang an bei der Black Community Foundation dabei. Ihr macht ja viele Empowerment-Treffen und Workshops und Events. Ihr seid hier auch in der Ausstellung dabei. Was war für dich der Antrieb, die Motivation, dich so zu engagieren? Oh, puh. Ein großes Thema. Lass dir Zeit. Dass man eben von Rassismus betroffen war und das tagtäglich erlebt hat. Ich glaube, mein erster Workshop, wo es irgendwie um Rassismus und Empowerment ging, war mit 13, 14, spezifisch dann auch um Haare. Und dann, da habe ich mir schon gedacht, so, das, irgendwas muss sich irgendwann ändern. Natürlich war man dann noch jung und hat, was soll man machen halt, ne? Und dann eben nach dem Tod von George Floyd war das dann so, jetzt ist man im Alter, man kann etwas tun und man will Solidarität zeigen für die Geschwister eben in den Staaten, aber man möchte auch hier in Deutschland zeigen, okay, Rassismus ist hier immer noch ein großes Thema und es wird ja immer gesagt, so, ja, keiner sagt ja was, hier passiert ja nichts, Rassismus ist schon lange vorbei und so. Und wir wollen eben zeigen, das ist nicht so. Und die Community eben in Deutschland auch vernetzen,
stärken, aber gleichzeitig auch aufklären. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich möchte Part davon sein, was zu verändern für die Generation, die nach mir kommt, aber natürlich auch für mich, weil das auch ein Heilungsprozess ist, auch wenn man zwar immer wieder Rassismus ausgesetzt ist und immer wieder getriggert wird oder egal was man tut, man trifft immer auf Gegenmeinungen, nenne ich das jetzt mal. Ja, aber sobald man sowas sieht wie heute, jetzt sind so viele tolle schwarze Menschen und das ist so ein empowerndes Gefühl, es gibt einem wieder Energie, weiterzumachen. Toll, wunderbar. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit, dein Engagement und auch das der Black Community Foundation. Also hilft mir sehr. Ich lerne auch immer sehr, sehr viel. Ich werde auch ein Thema gleich noch ansprechen, was ich jetzt ganz neu gelernt habe heute von eurem Instagram-Account. Also um auch mehr von der Black Community Foundation zu erfahren oder auch Kontakt zu nehmen, ich habe auch in dem Chat kurz die Links geschickt, dass ihr auf Instagram BCF Stuttgart findet oder beziehungsweise auch schon unser ersten Livestream, der auch auf YouTube von Haus der Geschichte ist. Da haben wir auch noch ein bisschen mehr über die Aktivitäten von BCF Stuttgart erzählt. Als nächstes würde ich gleich auch noch eine Gästin hier in den Cypher reinholen und dann mit euch gemeinsam die Gesprächsrunde eröffnen. Das ist Jay Lang. Ich freue mich sehr, Jay Lang vom Project X hier einen begrüßen zu dürfen. Sie ist Tänzerin und Aktivistin und hier bei uns im Cypher. Hi Jay, du darfst jetzt deine Maske auch ausziehen, weil wir haben jetzt noch genug Abstand. Dann klappt das, weil ich finde es ja auch schön, wenn ihr alle auch die Gesichter dieser wunderbaren Menschen hier im Cypher sehen könnt. Willkommen Jay, sehr, sehr schön. Also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, haben uns über das Tanzen kennengelernt und dann habe ich jetzt gerade über Instagram, Social Media schon seit längerem beobachtet, wie aktiv du tatsächlich bist. Du hast das Project X, nee, Emotions, das war ja meins, das Project X gegründet. Magst du ein bisschen erzählen, was ist Project X und vor allen Dingen, was ich total spannend finde, du machst genauso wie ich Kunst und Aktivismus, da würde ich gern mehr darüber hören und ich hoffe, ihr auch. Ja, Project X habe ich gestartet nach der ersten Silent Demo von der Black Community Foundation. Warum? Ich war so gerührt von der Masse an schwarzen Menschen, die sich in Stuttgart versammelt haben und ich habe das erste Mal in meinem Leben realisiert, wir sind nicht so eine Minderheit, wie es uns ständig gesagt wird. Ich dachte das, ich habe das geglaubt, aber Stuttgart war voll mit schwarzen Menschen und wir waren alle zusammen, wir haben getanzt, wir haben geweint, wir haben gelacht und ich wollte, dass dieser Tag niemals endet. Am nächsten Tag habe ich wirklich voller Stolz, ich war richtig aufgeregt und habe in jede Zeitung geschaut, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, das Zeitmagazin, alles Mögliche und da wurde nichts über dieses unglaublich tolle Gefühl während der Demonstration berichtet. Und das hat mich so, ja, traurig gemacht. Das hat mich echt so, ich war verzweifelt, weil ich mir dachte, ganz Stuttgart war voll. Alle Leute waren auf der Straße und es wird über alles berichtet, aber nicht über diese Demo. Was soll das? Ich habe einer Freundin von meiner Verzweiflung erzählt und gesagt, dass ich das wirklich blöd finde und dass ich echt Lust habe, mehr zu tun. Ich möchte Künstler zusammensuchen, ich möchte Aktivisten zusammensuchen, die so wie ich eine Plattform suchen, in der unsere Geschichte erzählt wird und zwar nicht nur die Opferseite davon. Daraufhin haben wir Project X gestartet, weil wir tatsächlich viele Künstler gefunden haben, die gesagt haben, ja, möchte ich auch, bin ich dabei, machen wir. Und das war die Geburtsstunde von tatsächlich zwei Projekten, Project X einmal, was jetzt eine Medienagentur ist, und Black is Beautiful, was zu einem unglaublich tollen Fotobuch geworden ist. Das ist eine Dokumentation von Stuttgarter schwarzen Menschen. Dazu wurde auch ein Ausfüllbogen an die schwarzen Personen, die fotografiert wurden, geschickt. Die sollten den ausfüllen. Und dort wird praktisch beschrieben, was diese Menschen an sich schön finden, warum sie sich schön finden und was sie anderen Menschen
erraten würden, um sich ebenfalls schön zu finden. Und das ist so der Impact, den ich und meine Künstlerfreunde und Aktivistenfreunde versuchen, den Menschen nahezubringen. Wir sind keine Opfer und es gibt so viel, was man an uns feiern kann, und das wollen wir zeigen. Ja, was uns bereichert, was uns verbindet. Toll. Echt, Hut ab. Tolles Projekt und auch tolles Buch. Also kann ich auch absolut empfehlen. Kann ich ja auch vielleicht nochmal einen Link oder sowas posten. Kann man ja auch online bestellen. Auf jeden Fall bestellt dieses Buch. Genau, und folgt auch Project X. Also darüber über Instagram informierst du ja auch über eure weiteren Aktivitäten. Mega, mega schön. Ja, also wie ihr seht, wir haben hier wunderbare Frauen versammelt und wir werden jetzt gleich auch noch in die Tiefe gehen, noch ein bisschen diskutieren. Aber vorher entlasse ich euch in eine kurze, einen kurzen Blick hinter die Kulissen vom Emotions Project. Immer wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Blick hinter den Kulissen vom Emotions Project, weil wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß, auch wenn das Thema Hass wirklich ein ziemlich hartes Thema ist, was ehrlich gesagt uns alle teilweise sehr, sehr mitgenommen hat und viele, viele Tränen geflossen sind, musste ich auch sagen, es gab auch viel Lachen, viel Liebe, viel Solidarität und viel Empowerment. Also wirklich mein absolutes Herzensprojekt. Würde ich jederzeit wieder machen oder ewig lang weitermachen. So, jetzt haben wir ja wunderbare Frauen hier in unserem Cypher und haben jetzt auch ganz, ganz tolle oder auch wesentliche Themen angesprochen. Und ich würde hier auch gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, gerade auch für euch, die vielleicht von manchen Themen zum ersten Mal hören. Wir haben jetzt zum Beispiel, Jelisa, über Rassismus an Schulen gesprochen, also gerade halt, wie das da Kinder erleben. Kannst du auch zu dem Thema deine Erfahrungen, beziehungsweise gerade, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Eltern vielleicht auch manchmal zur Black Community Foundation oder zu dir kommen und auch über solche Situationen berichten. Magst du da was mit uns teilen zu dem Thema? Ja, also persönlich war seit dem Kindergarten eigentlich, dass Eltern halt einfach nicht den Kindern nicht erlaubt haben, mit mir zu spielen, aufgrund der Hautfarbe eben. Und dann hat man sich eben alleine gefühlt und hat im Kindergarten natürlich noch nicht ganz verstanden, okay, warum passiert das? Und das hat sich dann eigentlich über die ganze Schullaufbahn weitergezogen. Ich persönlich bin eigentlich sehr schnell an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse mir das nicht gefallen, weil wenn ich das mir gefallen lasse, dann wird es immer nur noch mehr weitergehen, weil die eben das Gefühl haben, okay, ich kann mir das erlauben, sie tut ja nichts und es bringt ja Spaß sozusagen. Und habe dann auch mich gewehrt dagegen. Und ich bin eigentlich auch ganz froh drüber, weil ich glaube, wenn ich mich nicht gewehrt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht die Person, die ich jetzt bin. Weil ich bin froh, dass ich eine selbstbewusste schwarze Frau bin, weil gerade in so einer weißdominierten Welt wird es einem nicht einfach gemacht. Und ja, darüber bin ich froh. Und was Eltern angeht, hat mir auf jeden Fall auch schon, vor allen Dingen von kleinen Kindern, die dann fragen, so ja, hey, wie kann ich meinem Kind dieses Selbstbewusstsein geben, dass er als schwarzer Junge oder sie als schwarzes Mädchen eben selbstbewusst sein kann und sich in ihrer
Haut wohlfühlt eben. Und da sind wir auch dabei, dass wir jetzt zum Beispiel die Woche und nächste Woche haben wir Schulworkshops, wo wir an die Schulen gehen und auf der einen Seite sensibilisieren die Kinder, die nicht von Rassismus betroffen sind, und von Rassismus betroffene Kinder einfach empowern und sagen, hey, egal was für Steine dir in den Weg gelegt werden, und wenn Leute sagen, du kannst es nicht schaffen, du kannst es schaffen, und wir zeigen dir, dass du es schaffen kannst, und du musst nur an dich selbst glauben und du bist nicht alleine mit dem Weg. Der Weg ist wahrscheinlich schwerer, aber das heißt nicht, dass es sich am Ende des Tages nicht lohnen wird. Und dass du gesagt hast, du bist so froh, dass du eine stolze schwarze Frau bist und dir gewisse Dinge nicht einfach zugelassen hast, ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir Nein sagen dürfen. Vor allem als Frauen wird uns beigebracht, dass wir alles zulassen müssen. Aber das, was wir zulassen, so erziehen wir die andere Person, dass es okay ist, alles mit uns zu machen. Und vor allem unseren Töchtern müssen wir nahebringen, dass sie Nein sagen dürfen, dass sie sagen dürfen, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst, dass du mich so behandelst, das tut weh, ich mag das nicht. Und zwar in jedem Alter. Und jedes Kind sollte das auch zu Erwachsenen sagen dürfen. Das war oft mein Problem. Ich habe mich nie getraut, vor autoritären Personen zu sagen, das war unangenehm für mich, das möchte ich nicht. Das habe ich nicht gemacht, nie. Ja. Ja, und das finde ich wichtig persönlich. Guter Punkt. Und vor allen Dingen auch, also wie du schon sagst, dass wir auch Eltern unsere Kinder ermutigen und stärken, dass sie sich wehren. Ja. Ich habe auch meiner Tochter immer schon gesagt, lass dir nicht zu viel gefallen. Ich war auch immer unfassbar stolz, wenn sie sich gewehrt hat. Natürlich habe ich gesagt, okay, es gibt Grenzen. Aber ich war immer stolz, wenn meine Tochter sich gewehrt hat. Ja. Mal kurz zu dem Punkt Nein sagen. Wenn wir aber darauf trainiert werden, Nein zu sagen, die andere Sache ist ja, wenn die Person das nicht annehmen kann. Also das ist ja eher dann auf der anderen Seite, vielleicht ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern beibringen, dass es ein Nein gibt und dass man ein Nein akzeptieren sollte, wenn jemand Nein sagt. Und wenn wir Frauen einmal Nein sagen, dann heißt das Nein. Zum Beispiel also als Kind, ich habe viel Nein gesagt, aber es wurde nicht angenommen. Mhm. Ich habe viel berichtet, was passiert ist, es wurde nicht angenommen. Und das führt dann auch dazu, dass die eigenen Worte irgendwie keinen Wert mehr finden. Ja. Genau. Ja, das ist die andere Seite. Das stimmt. Hast du irgendwann einen Weg gefunden, dass dein Nein akzeptiert wurde? Konntest du damit irgendwann umgehen und hast Lösungen gefunden? Ich sag mal so, ich bin stärker geworden. Also ich habe mein Nein noch mehr verdeutlicht. Und ich habe, es ist wirklich dieses Dahinterstehen. Wenn ich jetzt Nein sage, heißt es Nein, ich lasse nicht mit mir diskutieren, ich ziehe das jetzt durch sozusagen und ich stehe zu meinem Nein. Ja. Genau, als Kind ist es natürlich schwieriger, wie gesagt, wenn die Lehrer auch nicht zuhören oder sagen, ist mir nicht so ganz kuschel, also ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber jetzt als erwachsene Person ist es ja einfacher. Aber als Kind ist es, glaube ich, schon wichtig, dass die Person gegenüber wirklich dieses Nein akzeptiert und dass man als Kind dann wirklich auch standhaft bleibt. Mhm. Ja. Ja. Meine Frage in die Runde, habt ihr vielleicht auch Tipps oder Anregungen für Eltern, wie sie ihre Kinder, also gerade jetzt in Bezug auf schwarze Kinder, empowern können, unterstützen können, dass sie, wie du schon sagst, sehen, wie schön sie sind zum einen und zum anderen sich trauen, Nein zu sagen und sich auch zu wehren und auch einfach sich ihrer Rolle bewusst zu werden. Gibt es von euch irgendwelche Tipps für euch da draußen? Zeigt euren Kindern auch dann Liebe, wenn sie miserable sind. Was ich damit meine ist, zeigt euren Kindern, dass es auch in Ordnung ist, dass sie gegen die eigenen Eltern manchmal eine Meinung haben. Dass es manchmal auch heißt, Mama, ich mag das nicht. Und dass es dann nicht von der Mutter heißt, doch, du, geh die jetzt umarmen. Oder doch, das musst du jetzt machen und wir gehen die jetzt besuchen. Natürlich bis zu einem gewissen Grad ist immer Raum für Diskussionen, auch mit dem Kind. Aber um ein Kind wirklich selbstbewusst und selbstbestimmt zu erziehen, ist es wichtig, dass das Kind die Sicherheit hat, dass alle Facetten von ihm wertvoll sind und von den Eltern akzeptiert und geliebt werden. Nicht nur die schönen Seiten,
sondern auch die Seiten, wo es Diskussionen gibt, wo es Streit gibt. Es ist so wichtig, dass die Mama, der Papa nach einem Streit zum Kind gehen kann und sagen kann, es tut mir leid, ich habe auch nicht richtig gehandelt. Das, was du gesagt hast, hat mir hier und hier wehgetan. Aber als du das gesagt hast, das habe ich verstanden. Ich bin stolz auf dich, dass du dich auch mir gegenüber behaupten konntest. Das ist wichtig. Dankeschön, Jay. Jadisa. Ja, also ich bin ein großer Fan von Affirmations. Mhm. Sagt es eurem Kind und lasst es das Kind wiederholen. Weil ich habe ihr gerade gesagt, jetzt, ich bin eine selbstbewusste schwarze Frau. Ich war es nicht immer. Like, fake it till you make it is real. Jetzt, ehrlich, einfach stellt euch mit eurem Kind vor den Spiegel oder wenn ihr die Haare macht, sagt, ey, du hast schöne Haare, wiederholt's, ich habe schöne Haare. Mach die Haare, ich bin schön, meine Haut ist schön, mein Lächeln ist schön, meine Augen. Immer und immer und immer wieder sagen, weil dann sieht man es auch. Wenn man es nicht gesehen hat am Anfang, man wird anfangen, es zu sehen. Und auch Fehler, eurem Kind zu zeigen, die Fehler lieben zu lernen. Egal, wenn ein Kind eine Narbe hat, das dann nicht mehr weggeht, weil es irgendwie auf den Spielplatz hingefallen ist. Die Narbe erzählt eine Geschichte, nimmt das Schöne daran und nicht, ja, die Narbe sieht jetzt blöd aus oder so, sondern diese Narbe hat eine Geschichte, an diesem Tag hattest du Spaß, du hattest ein Erlebnis und das ist etwas, was dich als Person ausmacht. Egal, ob, keine Ahnung, irgendwas dich an deinem Gesicht stört oder so, es macht dein Gesicht aus, es macht dich als Person aus und das lieben zu lernen, wirklich dem Kind das zu zeigen, so hey, das ist okay, nicht jeder Mensch von uns sieht gleich aus, nicht jeder ist gleich, aber jeder ist liebenswert. Sehr schön, sehr schön. Danke. Also ich bin voll bei dir und das hat mir jetzt sogar noch geholfen und das habe ich tatsächlich mit ein paar Schülern von mir gemacht. In der Tanzschule, ich hatte eine Leistungsgruppe und da war so eine wunderschöne Schülerin, die ist aus Italien und wundervolle Locken, aber sie hat sich nicht getraut und das ist was du gesagt hast, mit diesem krausen Haare und das ist ja nichts genau. Und da habe ich genau das gemacht mit den Affirmationen und tatsächlich habe ich auch vor, in der Zukunft Kinderworkshops zu geben. Diese Gabe, tanzen zu können, möchte ich dafür auch nutzen. Und vielleicht das, was ihr macht, dass ihr an die Schulen geht und so, das wird ja auch nochmal stärken und voll schön. Toll, toll. Ja. Genau, also wie ihr alle raushört, sind diese tollen Mädels hier, die tollen Frauen auch wirklich bereit, zu helfen, zu beraten, Angebote für Kinder zu machen, Empowerment-Angebote für Kinder. Also stellt gerne auch hier nochmal eure Fragen in den Chat. Ja, wir freuen uns wirklich und wir gehen da jetzt auch wunderbar gerne darauf ein gleich. Ja, es ist einfach wichtig, aktiv mit der Situation umzugehen und den Kindern zuzuhören. Ja. Jay, wir hatten uns auch über Themen unterhalten aus der Kindheit. Ich würde gerne noch ein Thema Kindheit aufmachen und auch, weil du erzählt hast, beim Project X geht es ganz krass darum zu sagen, wir sind nicht Opfer. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt auch so ein bisschen an der Kindheitserfahrung. Magst du diese Geschichte mit uns teilen? Ja, ich bin in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Mit ungefähr 6, 7 Jahren bin ich von meiner leiblichen Mutter weggekommen. Meine Eltern waren leider alkoholabhängig. Mein Vater ist aufgrund dessen letztes Jahr verstorben, weil seine Organe nicht mehr mitgemacht haben. Danach bin ich erst zu meinen Großeltern gekommen, zu meiner Großtante gekommen und dann in die Pflegefamilie. Das heißt, ich habe viele Wechsel als Kind durchgemacht, oft das Gefühl gehabt, ich werde verlassen von den Menschen, die ich am meisten geliebt habe. Und aufgrund dessen bin ich auch oft in Therapie gekommen. Und das Problem dabei war, dass ungefähr mit 13, 14 Jahren habe ich eine Opfermentalität angenommen, weil bei allen Gesprächen in den Therapiestunden ging es darum, dass es mir doch schlecht gehen sollte und ich sollte doch jetzt rauslassen, was ich für negative Gefühle hatte und ich soll darüber berichten, was mir alles passiert ist. Und in dem Alter habe ich das noch gar nicht verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, was die Leute von mir wollten. Ich wusste gar nicht, warum die jetzt von mir wollen, dass ich von negativen Ereignissen berichte. Ich war nicht bereit dafür, ich habe es nicht verstanden. Und das war der Moment, wo ich die Opfermentalität angenommen habe. Und dann habe ich mich selber auch als Minderheit gesehen,
wenn in der Klasse, wir hatten es vorhin auch von Schule, dann zum Beispiel das Thema Rassismus angesprochen wurde, alle Köpfe haben sich zu mir gedreht, dann war ich auf einmal die andere. Und wenn es um Familie ging und ich habe dann gesagt, ja, ich wohne in einer Pflegefamilie, dann hieß es immer, du Arme, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, nicht bei meiner leiblichen Mutter. Und mein Leben wurde von anderen Menschen als tragisch und schlimm dargestellt. Und das war so ein Problem. Und ich muss dazu sagen, die George Floyd-Geschichte und dieses ganze schwarze Menschen sind Opfer und schwarzen Menschen passiert immer nur sowas, hat das wieder hochgebracht, das hat das wieder getriggert. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nein, 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 ich akzeptiere das nicht. Ich bin kein Opfer, ich bin keine Minderheit, ich bin nicht leise, ich bin nicht nur schön, ich bin nicht perfekt, ich bin wütend, ich bin hässlich, ich bin alles. Ich bin alles, was ich sein will und ja, noch mehr. Ja. Und hier sind wir. Toll, toll, wunderbar. Genau. Ah, es ist schön, euch zuzuhören. Welchen Rat ich auch noch mitgeben möchte, darüber haben wir auch schon das letzte Mal gesprochen, ist Kinderbücher helfen. Also die richtigen Kinderbücher, auch meinetwegen die richtigen Kinderfilme, einfach Vorbilder schaffen. Das ist, glaube ich, was wir alle gemeinsam haben. Uns haben die Vorbilder gefehlt. Also mir ging es ganz arg so, weil ich wusste gar nicht, an wen soll ich mich orientieren, weil es ja einfach in meinem Umfeld keine Menschen gab, die irgendwie ähnlich waren. Also ich war immer, wie ihr auch schon sagt, anders. Ich war einfach, ich habe nie in diese Bilder gepasst und mir hätte das geholfen, einfach Vorbilder zu haben, die einfach diese Stärke zeigen, die auch mir das Gefühl geben, als Person, die aus der Rolle fällt, kein Opfer zu sein, sondern dass ich mich an jemanden orientieren kann. Und das können eben Bücher sein, das können Filme sein, das könnt ihr sein. Das können wir sein. Also Vorbilder schaffen, Vorbilder zugänglich machen. Es ist einfach total wichtig, Sichtbarkeit zu haben. Die Kinder wollen gesehen werden und sie wollen Menschen sehen, zu denen sie heraufblicken können, mit denen sie sich identifizieren können, wo sie sich irgendwie wiedergespiegelt sehen. Und da kann ich auch zum Beispiel auch einen Tipp hier gleich nochmal reingeben. Und zwar, den Link habe ich, glaube ich, schon auch reingestellt, Bücherpädagogik. Das ist eine wunderbare Autorin, auch aus dem Emotions Project, die auch Kinderbücher zu diesen Themen schreibt, die wirklich schon für die ganz Kleinen geeignet sind. Weil da sind wir auch bei einem Thema, das ganz oft diskutiert wird und auch in unserer Gruppe diskutiert wird. Ab welchem Alter sprechen wir über Rassismus? Und die Antwort ist, glaube ich, ganz klar. Sobald ein Kind fähig ist, rassistisch zu handeln, ist es auch fähig, das zu ertragen und auch darüber zu hören, was Rassismus ist und wie man damit umgeht oder eben wie man nicht mit Menschen umgeht. Danke für, das ist gerade so emotional, danke für diese ganzen tollen Impulse. Wir haben auch noch ein weiteres Thema, Jalisa, wollte ich dich unbedingt nochmal drauf ansprechen. Und das ist das, was ich heute auch auf Instagram dann bei euch gesehen habe, und zwar Feminism versus Womanism. Ich war sofort inspiriert, es war sofort so ein Aha-Effekt in meinem Kopf, wo ich dachte, what? Und habe mir das auch so ein bisschen angeschaut. Also wir sind definitiv hier vier starke feministische Frauen. Oder wir sehen uns als Feministin, aber es wirklich als Womanism zu betiteln, finde ich absolut einen schönen Ansatz. Magst du mal erklären, was das bedeutet und was dahinter steckt? Ja, also Feminismus, kennen alle Feminismus. Feminismus hat halt die Problematik, dass es nicht inklusiv ist. Bedeutet einfach, Feminismus ist vor allen Dingen sehr weiß und dadurch, dass wir ja auch mehrfach Diskriminierung erleben, wir sind eine schwarze Person und wir sind schwarze Frauen. Das heißt, klar, wir sind von Sexismus betroffen, wir haben aber noch den Rassismus, der mit einherspielt. Und dieser Aspekt und dieser übergreifende Aspekt ist so wichtig und Feminismus hat den einfach nicht dabei. Wenn eine schwarze Frau in Feminismus Runden spricht, dann wird dieser Aspekt getrennt und man kann diesen Aspekt eigentlich gar nicht trennen, weil es gehört zusammen. Wenn wir jetzt eine schwarze Frau nehmen, eine schwarze Frau ist die Person, die mit am
meisten erleiden muss, die aber mit am meisten voran ist, wenn man Movements anschaut wie LGBTQ+-Community, dieses Movement hat eine schwarze Frau ins Leben gerufen. Und wenn man Feminismus nimmt, der ja die Rechte für Rechte der Frau kämpft, dann ist es meistens eine mittelständische weiße Frau, die natürlich aber auch, wenn man jetzt, darüber hatten wir es vorhin mit der lieben Elena aus dem Haus der Geschichte, viele weiße Frauen tun ja auch diese White Tears weaponizen. Das heißt, viele weiße Frauen sind aber auch Feinde von schwarzen Frauen. Egal, ob es darum geht, Polizei zu rufen etc. Und dadurch, dass schwarze Frauen Sexismus erleiden, aber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, weil der Rassismus mit einhergeht, weil schwarze Frauen werden immer als, dadurch, dass wir mal stark gesehen werden, heißt es auch immer, man verbindet es gleich irgendwo mit Männlichkeit. Das heißt, dieses Femininity bei einer schwarzen Frau wird ganz anders gesehen als bei einer weißen Frau. Wir haben diesen Space bei diesem weißen Feminismus ist für uns nicht gegeben. Und deshalb hat die Frauenrechtsbewegung. Die Sojourner Turner, glaube ich, ich spreche den Namen richtig aus, schon in den 1850er Jahren hat sie darüber gesprochen, dass man, dass im Feminismus kein Platz für schwarze Frauen ist. Und dann in den 1980er Jahren hat Alice Walker und Frau Quenscher haben drüber gesprochen und dann Womanism wirklich etabliert und darüber gesprochen, so hey, wir brauchen einen Platz, wo vor allen Dingen schwarze Frauen eben im Fokus stehen. Mittlerweile tut Womanism aber auch vieles andere inkludieren, POC-Frauen, die LGBTQ+-Community, heißt Queer-Frauen etc. Eben ein Safe Space für Frauen, die sich entfalten wollen, die über ihre Probleme als Frauen sprechen, aber auch wie es zusammenhängt, eine Frau zu sein, die aber auch ein Kopftuch trägt zum Beispiel. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Form von Sexismus und aber Islamfeindlichkeit, die man erlebt. Und es ist einfach wichtig, dass man über alles spricht und nicht nur sagt, okay, Sexismus ist da, ist gegeben, aber die anderen Frauen, die noch andere Sachen erleiden, die müssen erstmal hinten anstehen, weil wenn ich sage, ich kämpfe für Frauen, dann kämpfe ich für alle Frauen. Deshalb sehen wir uns im Team eher als Womanist und nicht als Feminist. Wow, super inspirierend, super spannend. Zu dem Thema Feminismus und Womanism will ich auch noch eine wunderbare, starke Frau hier noch mit in den Cypher reinholen. Auch ein absolutes Vorbild für mich, weil auch sie wirklich als Unternehmerin, als Powerfrau wirklich zeigt, was Womanism wirklich ist. Ich bitte noch Tiffany Barlow von Mr. und Mrs. Clip hier in unsere Runde. Magst du in unsere Mitte kommen? Jetzt, da wir nicht mehr so viel Abstand halten können, würde ich vielleicht sagen, dass, wenn wir dann nicht sprechen, die Maske wieder anziehen. Und wenn wir sprechen, dürft ihr gerne die Maske wieder runter. Zumindest wir sind jetzt doch recht nah. Tiffany, wir haben dich ja vorhin schon kennengelernt, so am Anfang. Mr. und Mrs. Clip, ja, das ist ja ein Duo. Aber vor allen Dingen jetzt würde ich gerne von dir einfach sprechen, weil du bist wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit für mich. So. Und hast ja jetzt auch gerade gehört, wir haben über Feminismus gesprochen. Wir haben auch noch nicht so ganz das Thema vertieft, Sexismus, also überhaupt das Leben einer schwarzen Frau. Ja, und erstmal würde ich gerne von dir so ein bisschen hören, wie ist es für dich als schwarze Unternehmerin, dich selber zu finden, zu sehen, dich zu behaupten, so im Geschäft? So, hört man mich? Also ja, das ist eine interessante Frage, weil ich ja bis zu diesem Projekt mich gar nicht selbst wahrgenommen habe als als schwarze Frau ist falsch. Natürlich bin ich eine schwarze Frau, aber ich habe ja bis zum Projekt war ich in Happy Land und habe mich eigentlich, ich bin Deutsche, aber also ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt ausdrücken soll, wie ich die richtigen Worte finde. Ja, ich bin aufgewacht während diesem Projekt und dann mit offenen Augen auch als Mrs. Clip durch die Welt gegangen und war auch nervös. Dann vor Gesprächen, wie
so die Frage mich selbst gestellt, schwächt es uns oder stärkt es uns, dass ich eine schwarze Frau bin? Und ja, ich glaube, es hat uns bisher gestärkt. Und ich versuche mir keine Gedanken darüber zu machen, bin sensibel oft, also ich bin sehr sensibel mit diesem Thema. Und ich hoffe, dass das, was ich den Menschen entgegenbringe, auch zurückkommt, und zwar Respekt und zuhören können. Und ich bin deutsch und ich wünsche mir von der Welt, dass mich nicht die Leute anschauen und denken, ich bin fremd, ich bin anders, ich gehöre nicht zu Deutschland. Ja, ja, danke schön, oje. Ja, ich kann mich auch erinnern, wir haben uns auch darüber unterhalten, wie das überhaupt so im Arbeitsleben ist. So, auch so, weil du diese Selbstständigkeit mit Mr. und Mrs. Clip, wie lange gibt es die schon? Noch nicht so lang. Nein, also zu Mrs. Clip und Mr. Clip kam es dazu, dass wir, also mein Partner Robert Beutelsbacher, ja, wir haben ganz viel privat gefilmt für uns. Wir haben, Robert hat das gelernt und war aber dann in der IT, dann kam Corona und er hat seinen Job verloren. Und dann hat er sich aber Zeit genommen, hat sich überlegt, was will ich tun, und hat gesagt, eigentlich ist das, was mich definiert. Und ich war ja eh immer an seiner Seite, habe mitgefilmt, und durch das, dass ich wahrscheinlich auch Tänzerin bin, habe ich einfach ein anderes Gespür wie er. Wir beide ergänzen uns gut. Ich kümmere mich um die Musik, um die Storytelling, um das Gefühl, das transportiert wird. Er kümmert sich um die Technik und kann perfekt sagen, was noch cooler wäre, oder er kann es perfekt schneiden, zusammenfügen zu einem Kunstprojekt für hier. Mhm. Ja. Ja, aber euch gibt es ja auch eigentlich noch nicht sehr viel länger als das Emotions Project. Also ihr seid ein ganz, ganz junges Unternehmen und quasi noch hauptberuflich, vielleicht ändert sich das ja noch, arbeitest du ja auch eher in einem klassischen Unternehmen, und da hast du auch erzählt, also als schwarze Frau und Kollegin ist es manchmal gar nicht so einfach, und du musstest dich da auch ein bisschen behaupten, oder war das so, oder hast du das Gefühl, das war nicht so das Thema? Ja, da kommt jetzt der Alltagsrassismus. Genau. Es ist immer nett gemeint, es ist nie böse gemeint, es sind so die kleinen Späße hier und da. Und durch dieses Rauswurf aus Happyland nehme ich manche Dinge jetzt nicht mehr so an. Also es fällt mir auch schwer, das dann zu benennen, den Menschen zu sagen, ey, das war eine rassistische Bemerkung und das gefällt mir so nicht. Manchmal versuche ich, mich zurückzunehmen, und ja, manchmal sage ich auch was und halt dann die Spannung danach aus. Aber ja, es hat sich auch in meinem Umfeld sicherlich was geändert. Diese Themen werden jetzt ernster angenommen. Es wird, fallen weniger Sprüche und Späße, und ja, die Welt ist im Wandel. Die Welt ist im Wandel, und du beeinflusst dein Umfeld ganz, ganz stark. Also das habe ich schon beobachtet, dass du einfach als Role Model jetzt quasi mit dem eigenen Unternehmen, als Unternehmerin und auch in der Firma, dass du auch dein Umfeld dann auch beeinflusst, dass du jetzt auch angefangen hast, das anzusprechen und auch Nein zu sagen. Das finde ich auch schön. Das ist auch so eine wunderbare Entwicklung, die ich bei dir beobachtet habe. Danke, dass ihr diese Geschichten mit uns geteilt habt. Ich würde gerne den Cypher jetzt noch kurz erweitern mit unseren männlichen Gästen. Die haben sicherlich auch noch das ein oder andere zu den Themen, die heute angesprochen worden sind, beizutragen. Willkommen im Cypher Larry King und Robert Beutelsbacher. So, ich lasse es kurz an. Genau. Ich hätte gern einfach noch mal eine Frage an jeden so am Ende in der Runde. Robert Beutelsbacher, fangen wir doch gleich mal bei dir an. Was hast du heute Abend, also jetzt in diesen Gesprächen, wir haben jetzt auch viel über Feminismus und Sexismus, haben wir jetzt nicht so ganz viel gesprochen, aber was hast du hier so mitgenommen, oder was ist deine Haltung, dein Gefühl, wenn du sowas hörst? Was löst es bei dir aus? Tatsächlich Betroffenheit irgendwie, natürlich auch, wenn ich mich umschaue, ich bin der einzig Weiße hier im Kreis, und irgendwie hat man auch so eine Art Gefühl von, okay, Leute mit meiner Hautfarbe praktizieren solche Dinge, und da lerne ich auch immer wieder dazu. Ich fand es jetzt auch gerade super interessant,
mit dem Womanism. Mhm. Also ja, wie gesagt, ich lerne einfach dazu und so war es ja das ganze Projekt über. Mhm. Ja. Und klar, wenn ich auch nochmal natürlich die Geschichte von Tiffany höre, wo ich natürlich auch involviert bin und diese Gedanken kenne von, wir gehen in ein Meeting und es wird überlegt, macht meine Hautfarbe einen Unterschied? Und dass das überlegt werden muss, ist halt ein unglaubliches Armutszeugnis. Aber die Welt ist im Mantel. Wir hoffen, dass sich das natürlich bessert. Aber dazu muss natürlich Arbeit geleistet werden. Und deshalb finde ich es toll, dass hier alle ihren Beitrag irgendwie leisten und aktiv an dem Wandel teilnehmen und das vorantreiben, weil von alleine passiert es nicht. Ja. Und ich glaube, da kann man mit dem Projekt auch den Unterschied machen. Ja, das stimmt. Und dazu hast du auch schon ganz viel beigetragen. Also dadurch, dass du uns mit diesen wunderbaren Kunstfilmen unterstützt hast und wir das gemeinsam in die Öffentlichkeit tragen, dadurch, dass ihr einfach als gemeinsames Unternehmen nach vorne geht und einfach wunderbare Vorbilder seid und auch euren Kindern gegenüber auch tolle Vorbilder seid, trägst du ja auch jeden Tag was dazu bei, dass sich was ändert. Danke dafür. Ich möchte auch an der Stelle noch ergänzen, ich finde das nämlich toll, wie du die Sache beobachtest und für dich deine Schlüsse ziehst. Was ich auch besonders toll finde, ist der Generationenaustausch. Das ist was mir heutzutage sehr fehlt. Ich habe das Gefühl, jede Altersgruppe ist so unter sich und die Jüngeren finden eh blöd, was die Älteren machen und die Älteren haben das Gefühl, sie kommen gar nicht mehr an die junge Generation ran. Und hier haben wir einfach junge Menschen und Mütter und Eltern und Unternehmer und gerade Anfangende und noch Studierende und dass wir hier sagen, wow, wir teilen einen Schmerz, obwohl unsere Welten ja auch so unterschiedlich sind. Ich meine, jeder einzelne von uns hat eine andere Erfahrung zum Thema Hass und Rassismus. Und dennoch können wir uns hier treffen und so verletzlich sein und anerkennen, dass wir hier unterschiedliche Reisen machen. Während du gelernt hast, eine stolze schwarze Frau zu sein, habe ich gelernt zu sagen, ich bin kein Opfer. Und du hast gelernt, Nein zu sagen. Und du hast gelernt, auf welche Art du Nein sagen musst, damit du gehört wirst. Das ist dieses Detail, was wir den Menschen beibringen wollen. Jeder hat eine eigene Reise. Jeder muss für sich herausfinden, was seine Lösung ist, aber wir sind nicht alleine. Und das finde ich schön. Danke, dass du das ins Leben gerufen hast. Sehr, sehr gerne. Danke dir, Jay. Larry, du hast vorhin auch... Hallo. Ja, jetzt ist jeder nochmal dran. An der Stelle mag ich nochmal erinnern, wenn es auch Fragen aus dem Chat gibt, da werde ich auch sehr, sehr gerne drauf eingehen. Wir werden jetzt auch gleich eine Unterbrechung machen, nachdem Larry und ich gesprochen haben. Dann schaue ich mir den Chat an und gehe auf die Fragen dann ein. Das kann ich leider nicht lesen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Komm, meine wunderbare Praktikantin Chichi kommt jetzt kurz in den Cypher. Okay, alles klar. Dankeschön. Und sagt mir, dass ich schneller machen soll. Ja, also ich möchte gerne auch dich nochmal hören heute Abend, Larry. Wir haben ja mit dir jetzt schon angefangen gehabt. Du hast den ersten Film gezeigt und du hast auch ganz viel über Erwartungshaltung gesprochen. Also wir haben jetzt auch viel aus der weiblichen Sicht über Erwartungshaltungen gesprochen oder auch Opferrollen, in die wir gedrückt werden oder auch selber es zulassen zu kommen. Welchen Erwartungshaltungen siehst du dich ausgesetzt? Von dir selber oder von der Gesellschaft? Oder? Du darfst gerne ausziehen, dann hören wir dich besser. Klar. Ich denke, als schwarzer Mann ist man nicht nur dem negativen Rassismus ausgesetzt, sondern eben auch dem positiven Rassismus. Das ist der Rassismus, der dann sagt, schwarze Männer sind cool, sind in ihrem Geschlecht toll ausgestattet, können rappen, tanzen, singen, Bass spielen. Und das meiste trifft auf mich gar nicht zu. Also, dass ich tanze, ist auch nur ein kleines Wunder, muss ich ehrlich sagen. Ich kann heute nicht im Takt klatschen. Das passiert mir immer wieder, dass ich aus dem Takt komme und nicht tanze. Ja, nein. Und das war eine Sache, der ich immer wieder ausgesetzt war, mich zu fragen, bin ich schwarz genug? Bin ich cool genug? Entspreche ich den Anforderungen, die nicht nur die weiße Gesellschaft, sondern auch schwarze Frauen und andere schwarze Männer an mich haben? Und wenn ich nicht schwarz genug bin, wer oder was bin ich denn letzten Endes? Und mit dieser existenziellen Frage setzen sich viele junge schwarze Männer auseinander, weil durch Medien, durch Trends gewisse
Anforderungen oder eben auch gewisse Menschenbilder dargestellt werden, die zu erfüllen sind, aber in der Realität gar nicht so erfüllbar sind. Und diese Diskrepanz, die die schwarzen Männer sich dann ausgesetzt fühlen, das hat dann oft damit zu tun, dass sie sich da noch nicht mitteilen können. Die können sich nicht artikulieren, die wissen nicht, wie sie dieses Spannungsverhältnis zwischen das, was gefordert ist und das, was sie tatsächlich geben können, ausdrücken können, um damit oft aufzuzeigen, hey, wie du, Jamie, gesagt hast, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Anteile, die ihn zu dem machen, der ist oder die sie ist, und dementsprechend kann man nicht sagen, dass ein Mensch so und so zu sein hat. Man muss akzeptieren und annehmen, dass Menschen durch ihre Individualität zu den Menschen werden, die sie sind. Ne? Mhm. Und das ist eben die Herausforderung, die sich schwarze Männer, aber ich denke mal auch die Erwartungen an schwarze Frauen und an verschiedenen Menschengruppen immer wieder gestellt werden, dass sie ja, ach so schlau sind, ach so toll, ach so sowieso sind, damit sie das nicht erfüllen, doch irgendwie nicht ins Klischee fallen. Mhm. Und die Leute meinen es ja immer nett. Ja. So, ne, das ist ja der Punkt. Ja, da sind wir wieder beim Punkt, ist doch nur nett gemeint, ja, Trigger Number One. Ja, ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Jetzt, was jetzt wirklich nett gemeint ist, ganz ehrlich, von ganzem Herzen, ist mein Dank an unser wunderbares Kamerateam hier hinter den Kulissen, die diesen ganzen Chat überhaupt und den ganzen Livestream hier möglich machen. Und dann möchte ich euch gerne einfach Matt Video Productions vorstellen. Wir haben einen kurzen Trailer von euch, während wir kurz in den Chat reinschauen und gucken, ob es Fragen zu beantworten gibt. Bis gleich. Ah, gut, dass ich das erfahre. Okay, dann war es so viel dazu. Also es gibt keinen Trailer, habe ich jetzt gerade erfahren. Schade, aber auf jeden Fall Matt Productions kann ich nur empfehlen. Die haben dieses wunderbare Programm ins Leben, also realisiert, sind die Männer hinter der Kamera. Und auch erfahre ich, dass leider gar keine Fragen im Chat sind. Damit leben wir jetzt, aber im Nachhinein besteht immer die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, entweder über die Direktlinks oder über unseren Blog www.emotions-project.com. Schreibt uns gerne an, auch wenn es nochmal Fragen zu irgendwelchen Themen gibt oder ihr gerne mit irgendjemandem verlinkt werden wollt. Ich übernehme das gerne und leite eure Fragen, Anfragen an alle weiter hier aus dem Cypher. Und jetzt kriegen wir auch sogar den perfekten Effekt zum Schluss. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Ich hoffe, wir konnten auch teilweise inspirieren und weiterhelfen. Und wir laden euch herzlich ein, hier ins Haus der Geschichte Baden-Württemberg zu kommen, um sich Hass, was dich bewegt, anzuschauen und sich auszutauschen und inspirieren. Und wir können jeden Tag ein bisschen was tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Amen. People create art and art changes people. Dankeschön und schönen Abend.